Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim hier auf meinem Kanal. Und ja, ihr seht, vor mir liegen Schwarzmetall und Eisenschrott. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich will das Zeug zum Boot bringen und schon mal nach Hause fahren. Ja, ich hätte mich kurz im Discord, ob es weitergeht. Also Sattel für die Loks gibt es halt nicht. Und ich weiß, es gibt ja den Händler hier auf Valheim. Der hat auch einen Loks. Bei dem Loks ist ein Futtertrog. Den kann man aber auch nicht irgendwie herstellen oder so. Und ja, keine Ahnung. Ich lasse mich einfach mal überraschen, was die Zukunft noch bringt in dem Pack. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die großen Updates, die noch kommen. Mhm. Also 4 große Updates wurden angesagt. Eins kommt definitiv dieses Jahr noch. Ja. Und es gibt sogar schon Leute, die Mods erstellt haben. Darunter auch Grafikmods. Dass das Gras zum Beispiel viel weicher und flüssiger aussieht. Die Texturen nicht mehr so verpixelt sind. Aber ich sag mal so, das macht eben gerade Valheim aus, die Grafik. Obwohl ich finde die sehr, sehr störend. Nee, also Darko, das ist 32-Bit-Grafik. Ja, wie gesagt, ich finde die sehr, sehr störend. Da ist ja jede andere Meinung. Ich mag das überhaupt nicht. Ja, weil ihr einfach nur diese High-End-Grafik, wo alles real aussieht, gewohnt seid. Überleg mal, ich habe 2D-Pixel-Spiele gespielt in meiner Jugend. Ja klar, aber die Zeit, erstens, ich habe das auch noch auf der PlayStation 1 gespielt damals, mit Hugo. Aber die Zeit ist halt extra, oder was heißt extra, die Zeit ist meiner Meinung nach vorbei und wenn man halt bessere Grafikkarten oder Grafikmöglichkeiten hat, warum kostet man das nicht aus? Darko, die meisten Spiele, die jetzt neu auf den Markt kommen, haben alle so eine Grafik. Das Spiel ist auch neu. Ich rede jetzt von dieser Grafik hier, die in Game ist. Alle neuen Spieler besitzen meistens nur noch solche Grafiken, weil die haben es irgendwie in sich. Weil man da mehr Zeug reinbauen kann. Wenn du mal überlegst, zum Beispiel Resident Evil Village, was das für eine Grafik hat. Du hast das Spiel in 8 Stunden durch, weil einfach nichts mehr mit reinpasst. Weil von den 50, 60 GB, die das Spiel groß ist, sind 40 alleine nur für die Grafik zuständig. Und die Leute wünschen sich halt mehr Spielinhalt als bessere Grafik. Ja, aber dann finde ich es nicht schlimm, wenn jemand halt beides schafft. Einerseits diese Grafikkarte mit Hilfe der Mod hinzuzufügen und andererseits das Spiel Valheim, was ziemlich viel bietet. Darum finde ich das genial, wenn man das als Mod schafft. Na, es gibt ja jetzt diese Mod, aber ich werde mir die nicht draufziehen. Nö, habe ich auch nicht verlangt. Genauso weil, weil du gleich so negativ gegen die Mod warst, das meine ich. Ja, das ist auch immer so der Punkt. Also ich bin Valheim so gewohnt, ich werde das auch so weiterlassen. Ich bin's auch so gewohnt, aber es ist für mich nicht wirklich... Und ich weiß auch nicht, wie sich das jetzt so verhält, wenn einer mit Mod spielt und der andere nicht. Also jetzt, weil ich ja hoste, ob du dann hier überhaupt mitspielen kannst. Das Nein. ist vielleicht eine andere Frage. Das wird sicherlich wie bei jedem anderen Spiel sein. Wenn du Mods hinzufügst und damit spielst, dann muss ich diese haben. Wenn ich Mods habe, du keine hast, dann werden meine einfach nicht gewertet. Weil der PC, auf dem das läuft, der ist sozusagen der leitführende Server in dem Fall. Ist ja nur für diese Staffel. In der nächsten Staffel gibt es dann den richtigen Server. Also das steht fest. Aber das wird an ersten E2-Jahren passieren. Ich muss mir sowieso mal Gedanken machen, was ich nach Valheim auf YouTube bringe. Ich habe keine Ideen. Ich habe mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe ein Problem.
komplett verrecken. Wieso verrecken, hä? Ich sitze hier in einem Wasserloch fest und werde dauerhaft beschossen und komme aus diesem Loch nicht raus. Hast du genügend Ausdauer? Ja, aber ich kann hier nicht rausspringen, kann gar nichts. Ja, dann musst du dich sterben. Ah, okay. Das ist jetzt auch wieder doof, ne? Wenn du dich sterben lässt, bist du in der Base. Wenn du dann durchs Portal gehst, bist du auf der Ebene und dann musst du da rüber schwimmen. Ja. Warum hast du dich straight nach unten gegraben mit dem Loch? Weil wenn ja, ich bin beschäftigt. Schuld können wir später besprechen. Kann grad nicht. Und zweitens, ja, mache ich immer. Machen wir immer bei Silberfarm. Das ist der Fehler. Du brauchst immer. Das war das erste Mal Silberfarm, wo wir das gemacht haben. Da habe ich mich dann darum gekümmert, dass wir da eine kleine Neigung nach oben haben. Dass wir da rauskommen aus dem Loch. Das musst du immer bedenken. Vor allem, da irgendwann ja Wasser kommt. Weißt du, dass ich es bedenken muss, aber wenn ich Eisen farme, denke ich nicht darum, eine schöne Treppe zu bauen, sondern das mache ich beim Rausgehen meistens. Und da ich nicht rausgehen konnte, weil da 1000 Mobs stehen. Mach's am besten jetzt immer, wenn du das Loch gräbst. Ich diskutiere einfach nicht mehr mit dir, dann würde ich aufpassen und dann würde ich merken, dass mir jemand folgt. Das wäre ganz einfach. Ich bin jetzt so gut wie am Uralten und ich werde jetzt auch nicht umdrehen. Nein, ich bin schon lange wieder draußen. Dann hör doch auf rumzuheulen! Hättest du deine Fähigkeit einsetzen können, vielleicht wären die Gegner dann weggeweht worden. Echt jetzt? Außerdem, was heißt, du bist beim Uralten? Ich fahr mit dem Boot gerade. Ich hab doch gesagt, ich hab das Boot von der Base kaputt gemacht, die Teile mitgenommen, auf der Ebene wieder aufgebaut, hab jetzt mit Erze vollgeladen und jetzt fahr ich zurück. Ich hab hier ordentlich was an Erze drinne. Über 60 Schwarzmetall und deine 22 Eisen. Und wenn ich Glück habe und jetzt die Seeschlange wieder auftaucht, locke ich die wieder ins Ufer und klatsch die. Da habe ich wieder 8 Schuppen und 6 Fleisch und dann passt das. Kann es auch einfach sein, dass du Glück hattest? Das war mehr als Glück. Warum würde ich es nicht noch ankommen lassen? Das war ja auch der reinste Zufall, dass die genau in dem Timelapse-Video zwischen dem Dunkelwald und diesem Chitin-Biest aufgetaucht ist. Also das Interessante war, ich konnte dann quer über den Ozean schippern, nachdem ich die geklatscht hatte. Da kam ewig keine mehr. War recht interessant. Aber damit habe ich auch den Leuten bewiesen, dass man die Midgard-Schlange alleine bekämpfen kann. Und genau, dann warst du nicht alleine. Man kann sie auch ohne die Hilfe von Grauzwergen bekämpfen. Wenn man überlegt, sie machen ja wirklich nicht viel Damage. Ja, aber sie sind ja Ablenkung. Mehr als das waren sie ja wirklich nicht. Die Pfeile, die wir benutzen, machen über 100 Damage. Ich habe 9 Pfeile auf das Biest geschossen. Da kannst du dir ungefähr ausmalen, wie viel Lebenspunkte die hat. Knapp über 1000. Aber immer noch weniger als die anderen Bosse. Du, selbst wenn die jetzt hier wieder auftaucht, ich würde die an Land locken. Ne? Und ich würde ehrlich gesagt auch wieder gucken, dass da andere Mobs sind, die mir helfen.
Warum schwer, wenn es auch einfach geht? Zumal, wenn das Boot kaputt geht, die Ärzte alle im Wasser schwimmen. Das meine ich halt. Warum würde ich mich jetzt nicht anlegen zum Ding? Das wäre mir persönlich mein Risiko nicht wert. Bitte gerne, du aber... Du kennst mich. Wenn sie oft taucht, dann gehe ich auch drauf. Man muss sie aber halt wirklich am Ufer oder an Land klatschen. Weil ich habe das mitgekriegt, ich habe ja am Ufer down gemacht. Die Schuppen sinken wirklich zum Boden. Mhm. Weil die halt so schwer sind. Und ich weiß jetzt auch, warum das Boot immer Schaden kriegt, wenn wir auf dem Wasser sind. Das liegt am Wellengang. Wenn eine zu hohe Welle kommt, kriegt das Boot Damage. Das weiß ich sogar schon. Oder wenn es leckt. Jedes Mal, wenn ich ein Leck habe, kriege ich Damage automatisch. Weil das Boot vielleicht oder das Spiel denkt, ich wurde angehalten durch irgendwas, weil ich ja ein Standbild habe. Kriege ich Damage. Also das Problem hatte ich ehrlich gesagt noch nicht bei Lex. Ja, es ist auch nicht so ein Lag wie wenn du in die Base, kommst. Da habe ich das zum Beispiel nicht. Ich kann das nicht beschreiben. Meinst du den Freeze, wenn die Welt speichert? Den habe ich überhaupt nicht, Alter. Den besitzt okay. Nur du. Okay. Das ist nur bei dir, komischerweise. Okay. Aber nö, das sind so... Ich weiß nicht, das kommt ganz selten vor, aber es hat auch, kommt einfach irgendwann mal. Hat keine Relevanz mit Aufdecken, Biomen etc. Es kommt einfach irgendwann mal. Ist aber seltsam. Gefühl kommt das so alle 2-3 Stunden einmal. Dann müssen wir mal 24 Stunden durchsuchten. Das warum? Einfach so, damit du Lex hast. Oder du, wir spielen einfach mal eine Stunde lang, wo wir 100 Meter aus der Base rausrennen und wieder reinrennen. Dauerleck. Hilfe. Nee. Nice Geist. Ja, viel Verstech. Spaß. Geist ist doch. Ey, ich laufe hier so, unterhalte mich mit dir und der kommt von hinten und ich sehe nur diese Hand. Dass die mir Damage macht. Ja, die sind auch nicht gerade ohne. Aber die droppen Ketten. Ja, ich habe eine Kette bekommen. Ich will halt unbedingt noch eine Angel haben. Damit kannst du wirklich Fische angeln. Und Fischhappen machen. Und das Angeln ist nicht einfach wie in Minecraft auswerfen und einholen. Du musst mehrfach einholen, wenn der Fisch dran ist. Weil der so wie Sea of Thieves eigentlich. Ja, genau. Da habe ich eigentlich noch nie wirklich geangelt. Aber wie in dieser E-Mod, wo du halt auch immer aufpassen musst, dass du richtig bist beim Einholen. Ansonsten ist der Fisch weg. In dieser Mod von Minecraft. Das ist halt die Mod. Ja, ich wollte das Projekt jetzt nicht erwähnen. Piep. Ist ja nicht unser Problem, ist Werbung für die. Ja, eben. Werbung für ein wie alte 2 Jahre vergangenes Projekt, also vergiss es. Ich muss da lang. Ich könnte auch von hier zu Fuß gehen. Nee, ich schleppe keine 80 Metall mit mir rum. Aber die Fähigkeiten von Jagdloot sind echt geil. Wegen der Brückenwind? Nee, das ist ja Drachenmutter. Jagdloot gibt dir Hitze, Kälteresistenz und noch irgendeine Giftresistenz. Alles 3 auf einmal. Oh, das ist egal. Im Grunde, wir müssten erst den bekämpfen und dann
Richtung Norden, Süden, Osten, Westen segeln. Aber das hält halt auch nicht ewig an, das ist wiederum das Problem. Aber über Rückenwind würde ich mich jetzt freuen. Das dauert ja auch ewig. Ah, da kämpft ein Troll gegen Rehe. Was ein mutiger Arsch. Ja, so ein blauer Popeltroll kämpft gegen Rehe. Wer ist mutiger, die Rehe oder der Troll? Die Rehe kannst du nicht zählen, weil sie weglaufen, und der Troll ist nicht mutig, weil er sich Schwächere sucht. Ja, deswegen. Also keiner. Boah, ich würde gerne mal mit der Mod spielen, wo man die Tiere tamen kann. Und wirklich jeden Mob. Das wäre bestimmt geil. Dann so einen Bosskampf gehst mit 5-6 Trollen. Oder wenn man auch die Boss-Mobs tamen könnte, tamest du dir 3-4 Eiktyrs und dann ab zum nächsten Boss. Allein 3-4 Eiktyrs. Eiktyr war bisher. Achso, ne, Eiktyr, vergiss das. Nee, ich meine nicht den Knochenwanz. Ja. Aber wenn du den natürlich hast oder die Drachenmutter, boah. Da ist ja jeder andere Boss eine Leichtigkeit. Man müsste halt wirklich mal gucken, was es alles für Mods gibt, und dann eventuell die Staffel 2 mit ein oder zwei Mods wirklich spielen. Wenn es gute Mods sind. Da lässt sich doch auch wieder drüber streiten, was gut ist, was nicht. Baumods sind zum Beispiel nicht gut, weil es dann noch mehr laggt. Obwohl, wissen wir nicht wegen Server. Genau. Müsste man testen. Das müsste man wirklich mal testen. Ne? So, ich spiele jetzt auf Risiko. Ich segel jetzt da lang, wo unser Boot 10 Milliarden noch Schaden kriegt. Hey, du hast doch das kleine, oder? Ja. Oder hast du das große? Guck auf der Map, wo ich durchsegel. Mit dem Kleinen mache ich das ja immer. Nur mit dem Großen würde ich das halt nicht. Das Kleine kriegt hier auf jeden Fall schon mehr als genug Damage, und ich habe aufgesetzt. Okay. Und jetzt geht's weiter, weil Flut kommt. Und noch mehr Damage und noch mehr Damage, und ich sitze wieder auf. Oh je. Das ist halt, dort hast du übelst flaches Wasser. Das war, glaube ich, der allererste Weg, den wir mit dem Boot auch gesegelt sind. Einmal, ja. Und danach, glaube ich, nie wieder. Aber Boot ist noch heile. Hat. Ach, pff, das ist Kinderkack, was dann Damage gekriegt hat. Und ich bin so gut wie zu Hause, also passt. Jo, oh, ich habe noch einen langen Weg vor mir. Da ist ein Portal. Dort ist nämlich auch der Eisberg, wo wir gefarmt haben. Nee, da ist ein Portal, was will. Hast du dir das nicht markiert? Portal Nummer 2? Sumpf? Du bist so, genau in dem Sumpf. Bringt mir ja nichts, ich habe ja Metall mit. Ja gut, dann kannst du das aber sogar zu Fuß hier rüberschleppen. Nö. Lol, das kannst du halt wirklich. Du bist nicht mal so weit weg. Du hast kein Ozean, gar nichts dazwischen. Und ich habe immer noch 3 Silbervorkommen markiert auf dem Berg. Yay. Yeah. Du, 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 du. Ich feier die Windmühle, ey.
feier die so hart. Das nächste Mal bauen wir 5 Stück davon auf. Hast du? Alter, perfekt eingeparkt. Ich habe Zugriff zum Storage, alles nehmen, Boot ist leer. So muss es sein. So, Schwarzmetall da rein. Eisen da rein. Kohle haben wir auch hier noch mehr als genug. Das würde mich der Spaß kosten. 30 Schwarzmetall. Nee, dann überlasse ich dir das erstmal, was du ein Stufe 3er Schwert kriegst. Was wolltest du denn machen? Ich habe nur geguckt, was das Upgrade meins auf Stufe 4 kostet. Das alleine kostet 30 Schwarzmetall. Na, okay. Da bleibe ich auf Stufe 3 erstmal. Weltspeicher, so. So, so, so. Das kann tatsächlich raus. Das braucht man nicht hier drinnen. So, es geht eh alles in Garn. So, Eisen brennt gerade durch. Lol, fällt mir gerade ein, hätte ich auch die 3-4 Eisen, die man auch in der Base drüben haben, mitnehmen können. Oh, ja. Ich bin leider auch schon weit genug weg. Das war, glaube ich, hier. Ne, dann war es hier. So. Das da. Das da. Die 18 Pfeile da rein. Ansonsten. Ja, warte ich jetzt im Grunde nur, dass hier alles durchgebrannt ist. Das heißt hier, Alter, was wir hier noch an Rohkupfer haben. Das ist ja nicht mehr normal.
Das ist ja nicht mehr normal. Hab ja nicht ohne Grund so viel Kupfer gefarmt. Jo, das dahin. Gut, dann beende ich ganz kurz die Folge. Jo. So, wir sind wieder einmal quer übers Wasser gefahren und haben nicht wirklich viel gemacht, aber das gehört auch mal dazu. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.